Ciao, meine Lieben. Heute mein erstes Mal Wurstsalat. Jawohl, ich habe mir noch nie selber einen Wurstsalat gemacht. Draußen in der Utzhitze, mittags kurz vor zwei und ja, so langsam habe ich Hunger und deswegen mache ich mir heute einen ganz einfachen Wurstsalat. Es wird irgendwann demnächst in Kürze nochmal einer folgen, wo ich dann etwas mehr selber zubereite, aber heute mache ich das ganz einfach. Warum das nächste Mal dann mehr selber zubereiten, sage ich drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche. Auf geht's! Dann wären wir auch schon da mit den gesamten Zutaten, was ich jetzt habe für meinen kleinen Wurstsalat für mich. Schüssel, ein bisschen Senf, Zwiebeln, dann eine Fleischwurst. Ich habe mir eine fertig geschnippelte geholt. Dann Gurken habe ich mir auch fertig geschnippelte geholt. Und das ist genau der Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, dieses Mal ganz, ganz einfach, das nächste Mal etwas aufwendiger. Ich habe mir einen Nicer Dicer bestellt, sprich, dass ich dann eine komplette Lione mir kaufen kann und klack, 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 klein machen, genauso wie dann mit Gurken. Weil ich stelle mich jetzt heute nicht stundenlang hin, um das Zeug klein zu schnippeln. Ja, die Zwiebeln werden noch ganz dünn in Scheibchen geschnitten, Essig, Öl, Salz, Pfeffer und mehr brauchen wir dann schon eigentlich gar nicht. Jetzt fangen wir hier mal mit dem Öl an. Wie viel nehme ich da jetzt? Also Leute, ich habe da wirklich noch gar keinen richtigen Plan davon. Das wird sich hoffentlich im Laufe der Zeit geben. Nehmen wir jetzt mal hier. Zwei Tablespoons sozusagen. Wahrscheinlich wird viel zu viel Marinade. Aber das ist ja nicht so schlimm. Und dann von dem Essig definitiv etwas weniger. Und ich sehe, der ist noch gar nicht ganz offen. Den habe ich nämlich heute noch auf die Schnelle geholt. So knapp eineinhalb. Ein kleines Schlückchen Wässerchen dazu. Hier kommt ein kleiner Sput Senf rein. Das soll auch schon die Basis sein für den Wurstsalat. Ja, vielleicht ein bisschen arg wenig hier jetzt am Brühe, aber wie gesagt, mein allererster Versuch. Aber es kommt ja noch was anderes an Flüssigkeit rein. So, in die Wurst da rein. Was von den Gurken. Und natürlich auch was von dem Gurkenwasser. So. Und dann schneide ich mir, wie gesagt, jetzt noch die Gurken, die Zwiebeln möglichst hauchdünn. So, die letzten Gurken, sage ich schon wieder Gurken, Zwiebeln. Dann mischen wir das Ganze ordentlich einmal durch. Salz und Pfeffer darf natürlich nicht fehlen. Ja,
fertig ist mein allererster selber gemachter Wurstsalat. Also wirklich ganz einfach und ja, kämm hoch und dann probiere ich das Zeug einmal. Und jetzt bin ich echt gespannt, ob der mir selber schmeckt oder nicht. Sehr, sehr mild. Ich mag ihn ja eigentlich auch nicht so extrem, aber der ist zu mild. So, nächste Runde. Immer noch sehr mild, aber schon besser. Ich werde noch ein bisschen versuchen, experimentieren und irgendwann dann nochmal ein Wurstsalat-Video machen, wenn er dann für mich persönlich perfekt schmeckt. Also sprich, ich schreibe mir das auch auf, wie viel ich von was hinzugebe. Aber normalerweise muss er ja sowieso erst ziehen und den stelle ich jetzt in den Kühlschrank. Wisst ihr was? Ich mache später, wenn er durchgezogen ist, einfach nochmal ein Probiererle und dann sehen wir ja weiter. Bis später. So, meine Lieben, nach einem ausführlichen Sofa-Test, ja, ich musste das Ding mal wieder komplett austesten und wunderbar, ist es jetzt an der Zeit, den Wurstsalat wieder zu probieren. Der hat jetzt genügend Zeit gehabt zum Durchziehen. Hier ist er. Nochmal schön durchrühren. So, und jetzt bin ich ja gespannt, ob er besser schmeckt, anders schmeckt. Leute, perfekt. Also, ich muss sagen, der schmeckt genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, dass er schmecken soll. Gut, man könnte noch ein bisschen Pfeffer hinzutun. Das mache ich jetzt auch schnell. Aber ansonsten, Hammer, hammer geil. Also echt richtig hammer geil. Dazu ein Semmelchen und alles ist gut. Leute, ich gehe meinen Wurstsalat essen. Wenn das Video gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Nettes Kommentar, Abo, würde mich natürlich freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Ich habe mir für morgen Mittag oder morgen Abend auch was Leckeres mitgenommen, das mache ich dann morgen. Ja, und bis dahin, Tschaikowski, wir sehen uns. Oh, ist doch geil, lecker, lecker, lecker.